Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Octopath Traveler. Wir sind hier auf dem Weg zum Wald, wo uns der eine Junge noch erwartet. Und ich hoffe, wir hatten keine Fertigkeiten mehr zu lernen. Analyse kann man immer nehmen. So, für 30 FP, das kann man locker machen. Mal sehen, was haben wir hier? Gnadenschlag. Okay. So, beleben oder letztes Gefecht. Greift ein Gegner mit der Axt an. Je niedriger eure Gesundheit, desto höher der Schaden. Dann machen wir mal beleben. Ach, hier könnt ihr als Kleriker auch wieder beleben. Das war vorher schon nicht schlecht. So. Da, der konnte was. Leiden widerstehen. Verbessert Widerstand gegen Gift, Schlaf, Verwirrung, Blindheit, Verstummung, Todesangst. Ja, klingt gut. Inventar nochmal checken. Ausrüstung. So, ein flüchtiger Schild. Eine verzauberte Axt. So. Okay. Wir sind bereit, um den Jungen zu retten. Auf Gefahrenstufe 23. Und 18 ist das Niedrige, was wir haben. Harnet ist noch. Ich wusste, dass das hier Kisten liegen können. Die Frage ist nur immer, wo und inwieweit ich dem richtigen Weg folge. There is no choice. My turn. Wir haben. Okay, das hilft schon mal nichts. Bogen hilft auch nichts. Vielleicht sollte ich die Gelehrtenfähigkeit Analyse anwenden. Die haben 1800 und sind. Seltsam, die sind feuerempfindlich. Vielleicht auch axtempfindlich? Das ist eine sinnvolle Schwäche. So. Buffen wir mal uns, wie es aussieht, ja. Bestienwissen. Schwert. Ja, mit Schwert kann man das auch klein hacken. So. Gelehrtenfähigkeit. Feuer. 600, aber wenigstens haben wir alles erkannt. FP stehlen. Damit tötet er die Dinger ja. Bring it on. Let's get down to work. Also. Coming, if thou darest. Lauffeuer. The fire is my friend. Perfekt, würde ich sagen. I'll not be defeated. So, jetzt darf das Kraut zuerst leider. Letting my arrow fly in true. Der war noch nicht.
Perfekt. So, mir wieder ins Gedächtnis rufen, wie das eigentlich funktionieren sollte. Ja, alle gebrochen. Boah, die macht so viel Schaden mit dem Stab. Das ist, dafür macht er irgendwie wenig Schaden mit dem mit der Axt, aber vielleicht hat er einfach nur eine schlechte Axt in der Hand. Relativ macht sie sehr viel Schaden. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass Alfin ein paar Level macht. Energiegranatapfel. Oh, eine. Wie komme ich da hin? Vielleicht hier rum? Nee, da ist kein Weg. This is the beginning of your end. Ihr habt deinen Feind in einem Moment der Unachtsamkeit erwischt. Okay, gut. Also, das Lustige ist, wir haben hier Apothekerfähigkeit. Fügt deinem Gegner schweren Schaden mit der Axt zu. Okay. Diebes Wissen. So. Also Feuer hilft uns hier weiter. So. Lass ihn brechen. Out of my way. Dann ihn brechen. Here goes nothing. Na, gehen wir noch einmal da drauf. I'll do my best. So, dann 500er Feuer. Schlecht. Here we go. Und das, obwohl wir einen Vorteil haben. Let's do this thing. Wow. My turn now. Der Baum ist noch nicht tot. What next? Ich muss aber bald sterben. Blendende Stiche sind nicht so toll. Here we go. Und natürlich war er kurz vorm Tod. So. Bei Feuer haben wir leider keine andere Wahl. Der war recht gut mit 180. Haben wir eine Bestie mit einer Axt? Halt, Moment, können wir den fangen? I'll do my best. So. Let your wounds be healed. Alle Wunden heilen. Here goes nothing. Wer hatte jetzt den Schlag? Ich glaube, der Jäger hatte diesen Schlag. Well then. No, you will not. Okay, da. You're mine now. Gnadenschlag. 128. Bring it on. Here goes nothing. I'll do my best. No, you will not. Wow. Die Erfolgschance ist gesunken. Oh, und wir haben sie gefangen. 20% ist immer noch eine gute Chance. Aber ich glaube, der Baum ist auch richtig was wert. Also,
Rein kampftechnisch gesehen ist der ziemlich gut gewesen. Und wir haben ja ansonsten nur irgendwelche Ratten oder sowas. Wow. Wie sollen wir jetzt zu der Kiste hochkommen? You won't feel a thing. So. What next? Sind alle schneller wie wir. I'll not be defeated. Aber wir haben ja das. Und wir müssen mal wieder Mana teilen, fällt mir so auf. Bring it on. Die Mana-Teilen-Fähigkeit. Keep it up. So. Die musste Alfin auch noch erlernen. Alfin hat halt den großen Vorteil, dass er mit seinen Schlägen auch noch Mana regeneriert. So, wir müssen leider auf 3 zurückgreifen, weil. Bring it on! Ja. So, Mission. Schlafkraut. Substanz. Okay, wie wär's damit? Haben wir auch nichts. So, schädlicher Samen, genau das wollen wir. How do you like this? Okay, das ist wirklich nur dazu da, um die Leute zu schwächen. Irgendwas stimmt mit diesen Pudersachen nicht. Sorcery. What's the big idea? I'll do my best. Okay. Let your wounds be healed. Wir müssen ziemlich einstecken. Bring it on. Apothekerfähigkeiten. Hey, negative Statuseffekte von einem Verbündeten. Just what you need. Das ist gut. Well then. So. Halt. Fire, burn strong. Yeah, burn strong and stronger. My turn. And then burn it all away. I appreciate it. Oh, 6. 33 ist eigentlich auch eine gute Zahl. Here goes nothing. Du solltest vielleicht mal Hamid retten. I got just what you need. Coming, if thou darest. Okay. Jetzt haben wir schon die das Ganze, was haben wir? Wir brauchen Schwert. Perfekt. Und seltsame Kombination. Ich dachte eher, dass sie. Ich dachte eher, dass die Kleinen wegkommen. Die hatten wahrscheinlich nur noch so 200, 300. Jetzt müsste ich aber wissen, wie ich zu dieser Kiste komme. Da hinten haben, oder? Na, ich speichere mal. So, irgendwie müssen wir zu dieser Kiste ja kommen. Let's see what you got. Oh, wir haben den Feind überrascht. Beginnen.
So. I'll not be defeated. Zack. Fire. Burn strong. Zack. Here goes nothing. So. Alle überrascht. My turn. Well then. So. Den Baum sollten wir noch erledigen eigentlich. Das müsste. What next? Das müsste drin sein. Ja, die anderen Dinge erledigen. Okay, hat nicht geklappt. Okay, Einschläfern des Jod. Ist interessant. Oder heißt, hieß es Joch? Auf jeden Fall sind alle besiegt. Here goes nothing. So. I got just what you need. Letting the hunt begin. So. Okay. All right. I'll do my best. Nicht ganz geschafft. Ich hätte gedacht, wir schaffen das, ohne dass ich noch extra Mana ausgeben muss. And that's that. So, Alfin hat noch einen Aufstieg. Jetzt gucken wir, was noch in dieser Kiste drin ist. Oh, ein Drachenschild. Nicht so schlecht, möchte ich sagen. Wir sind aber wohl auf der in die falsche Richtung gegangen. Let's see what you got. Ich würde sagen, wir fliehen. Ja, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Von den zwei Richtungen war das die ungünstigere. Want a tangle, huh? Ich wundere mich, wann das mal fehlschlägt. Ich meine, es läuft so oft gut. Das kann also nicht ewig so gut laufen. Moment. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wir waren doch richtig, wie es scheint. Ja, seltsam. Wir überraschen gerade sehr viele Gegner. Also, das ist die dritte Gruppe allein schon. Okay, ich bin leicht verwirrt. Wohin sollen wir gehen? Now, letting us hunt in. Letting the hunt begin. Das grüne Symbol lockt uns eigentlich nach unten. So, dann müssen wir auf dem Weg bleiben. Ich breche jetzt absichtlich den Kämpfen aus, weil ich dachte, hey, wir müssen ja bald da sein. Oder zumindest bald davor sein. Da drüben ist nochmal eine große Kiste. Die wir uns natürlich holen. Ich meine, in der letzten war ein Drachenschild. Das ist
glaube ich, ein ziemlich guter Dinger. Letting my arrow fly in true. Also das mit dem Entkommen ist noch okay. So. Klarer Stein. Klingt seltsam. Flame, protect us. My turn. Also das Entkommen läuft auf jeden Fall. Da ist der Speicherpunkt, den wollte ich anstellen. Perfekt. So, dann können wir uns nächstes Mal darauf gefasst machen, die Feinde oder den Jungen zu retten. Und ja, wir haben viel Gras beseitigt und ich hoffe, ich sehe euch dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch mehr Gras hacken, gehe ich mal von aus. Bis dahin also, auf Wiedersehen.